Information ist die Währung der Demokratie. Und wofür steht Julian Assange, für den wir heute wieder hier sind? Er steht für wahre Information, die wir brauchen in einer Demokratie, die wir brauchen als mündige Bürger, damit wir die richtigen Entscheidungen treffen können. Zum Beispiel Wahlentscheidungen, Entscheidungen, wofür wir uns einsetzen oder wogegen. Und wenn wir diese wahren Informationen nicht mehr erhalten, nicht mehr erhalten können, dann sind wir nur noch Untertanen und keine mündigen Bürger mehr. Martin Sonneborn hat in der letzten Woche geschrieben, unsere Freiheit wird nicht am Hindukusch verteidigt, sondern in Belmarsh. Belmarsh ist das Hochsicherheitsgefängnis in London, in dem Julian Assange einsitzt. Julian Assange, ein Journalist, ein Verleger der Enthüllungsplattform WikiLeaks. Ihm sind seit jetzt 10 Jahren, ist ihm die Freiheit entzogen. Und weshalb? Weil er Kriegsverbrechen aufgedeckt hat. Und die Kriegsverbrecher, die gemordet haben, im Namen der USA, im Namen von Großbritannien, es ist nicht einer überhaupt angeklagt worden. Aber derjenige, der die Kriegsverbrechen veröffentlicht hat, hat seit 10 Jahren seine Freiheit verloren. Und obwohl die Richterin gesagt hat, in diesem Auslieferungsverfahren der USA, dass sie den australischen Staatsbürger Julian Assange ausgeliefert haben wollen und ins Gefängnis bringen wollen, angeblich wegen Spionage, obwohl er kein US-Bürger ist und er auch nicht in den USA war, als er die Sachen veröffentlicht hat. Die Richterin Barrister hat halt gesagt, er soll nicht ausgeliefert werden. Das heißt, das Urteil ist, auch wenn sie sämtliche Begründungen und Anklagen der US-Ankläger in diesem Auslieferungsfall zugestimmt hat, was unglaublich ist, weil es ist der größte Angriff auf die Pressefreiheit, den wir in den letzten 500 Jahren gehabt haben. Und nur aufgrund seiner Gesundheit gesagt wurde, er würde diese katastrophalen, super brutalen Gefängnisse in den USA, wo er landen würde, würde er nicht überleben. Das war der einzige Grund, den sie hat gelten lassen, um ihn nicht auszuliefern. Aber das heißt eigentlich, es ist klar, solange er in Großbritannien bleibt, kann Julian Assange jetzt nicht mehr ausgeliefert werden. Und insofern würde nichts dagegen stehen, dass er sofort aus der Haft entlassen wird. Weil, ich sag's nochmal, er ist im Gefängnis, obwohl er nichts verbrochen hat. Und er wird nicht rausgelassen, einfach weil die USA gesagt haben, wir wollen ihn trotzdem haben, er soll an uns ausgeliefert werden, wir gehen in Revision, wir gehen in Berufung. Und anstatt die Richterin, die gesagt hat, aufgrund seiner Gesundheit könnte er im Gefängnis versterben, lässt sie ihn nicht aus dem Gefängnis raus. Die gleiche Richterin, die gesagt hat, wegen der katastrophalen Zustände in den US-Gefängnis, die ihn erwarten würden, was er nicht überleben würde, lässt ihn aus diesem katastrophalen Gefängnis, aus diesem Hochsicherheitsgefängnis Belmarsh nicht heraus. Wir sollten nicht, wie zum Beispiel im Fall Nawalny, den Splitter im Auge eines anderen sehen, um es mit der Bibel zu sagen, sondern den Balken in unserem eigenen Auge, den Balken, der mitten in der westlichen Welt in London
ein Journalist gefangen gehalten wird und gefoltert wird. Nils Melzer, der Schweizer, der für die Vereinten Nationen zuständige Berichterstatter für Folter und unmenschliche Behandlung, sagt ganz klar, mehrfach, immer wieder, es ist nicht so, dass Julian erst in den USA etwas zu erwarten hat. Er wird in Großbritannien gefoltert. Diese Freiheitsberaubung ist psychologische Folter. Und nur weil man keine zerstörten Gliedmaßen sieht, heißt das nicht, dass es harmloser ist. Nach Gandhi bedeutet Gewaltlosigkeit nicht, Angst zu haben, zu kämpfen. Es ist nur eine andere Art des Kämpfens. Es ist ein Kämpfen mit dem Herzen und mit dem Verstand. Es ist Kämpfen, indem man sich weigert, sich zu verstecken, wegzulaufen oder mit Waffen anzugreifen. Julian Assange hat dieses Prinzip, nur die Wahrheit zu sagen, zum Prinzip erhoben. Und genau das ist das, weshalb er in den Augen der Mächtigen so gefährlich ist. Denn sie beziehen ihre Macht nur daraus, dass sie uns unwissend halten können. Und genau dagegen ist WikiLeaks angegangen. Dafür steht Julian Assange. Er hat uns die Wahrheit gebracht und er wird dafür verfolgt. Das heißt, Julian Assange wird für uns verfolgt. Und deswegen stehen wir hier. Deswegen kommen wir immer wieder hierher, um zu zeigen, wir sehen es. Wir sehen den Missbrauch der Mächtigen. Wir sehen den Angriff, den sie gegen uns fahren, den sie gegen die Wahrheit fahren, indem sie Julian Assange so hart verfolgen. Mehrere westliche Länder, die sich verschworen haben gegen einen einzelnen Menschen, gegen eine winzig kleine zivilgesellschaftliche Gruppe namens WikiLeaks, die Wahrheit veröffentlicht hat. Und ja, es gab auch etwas, wenn man es so sehen will, etwas Positives in der letzten Zeit. Es gab vor einem knappen Monat ein Interview mit einem der Spitzenkandidaten der deutschen Grünen, mit Robert Habeck bei Thilo Jung. Vielleicht haben einige nicht die ganzen zwei Stunden sich angesehen, aber zumindest einen entscheidenden Schnipsel von einer guten Minute, wo Robert Habeck von dem Interviewer Thilo Jung zu Julian Assange gefragt wird. Und er sagt, ihr setzt euch als Grüne so extrem für ein, für die Freiheit von Alexei Nawalny. Setzt ihr euch auch genauso für die Freiheit von Julian Assange ein? Und es gab dann erstmal etwas Verwirrung. Als erstes sagt er erstmal ja, noch bevor der Name von Assange gefallen ist. Kam dann etwas ins Schlingern, sagte, er fordert für ihn einen fairen Prozess. Und ließ sich dann aber er hat dann nochmal nachgedacht und hat dann gesagt, doch, ja, wir sind dafür, für die Freiheit und von Julian Assange. Ich denke, das ist etwas Wichtiges, auch wenn er sich etwas gewunden hat, aber er hat sich letztendlich festgelegt. Das ist etwas, wo wir drauf zurückkommen müssen. Gerade jetzt im Wahlkampf. Heike Hensel, die wir hier auch schon hatten, die hatte dazu geschrieben, während Grüne also täglich Freiheit für Nawalny fordern und immer weitere Sanktionen gegen Russland, fällt Robert Habeck bei Julian Assange nur ein, einen fairen Prozess zu fordern. Ein fairer Prozess gegen Pressefreiheit und gegen investigativen Journalismus. Das lässt tief blicken. Da hat sich Sonneborn schon lange für eingesetzt, für Julian Assange. Deswegen
zitiere ich ihn jetzt einfach mal, weil ich denke, er hat da das Recht zu. Er schreibt, lustig, dass die Knalldeppen von Bild, CDU, CSU und FDP etc., die jetzt gegen Habeck schießen, selbst niemals Stellung zum skandalösen Fall Assange bezogen haben. Und wie gesagt, dann kam sein Zitat, unsere Freiheit wird nicht am Hindukusch verteidigt, sondern in Belmarsh. Ja, vielen Dank, dass ihr alle hier seid, dass ihr Julian Assange nicht vergesst. Lasst uns gemeinsam weiter dafür kämpfen. Kämpfen in dem Sinne von Gandhi, wie ich es eben vorgelesen habe. Kämpfen für die Freiheit, für die Freiheit der Information und für Julian Assange, der für uns in London im Gefängnis ist. Ja. Freiheit für Julian Assange. Free, free, free Assange. Free, free, free Assange. Free, free, free Assange. Wir wollen auch noch runter marschieren und bei der britischen Botschaft eine Botschaft an die Botschaft senden, dass sie endlich den politischen Gefangenen Julian Assange freilassen sollen und und würden danach dann wieder hierher kommen. Ich habe gehört, es hat heute auch noch jemand Geburtstag. Es wird auch noch ein bisschen was Süßes geben und es wird noch was zu trinken geben. Aber ich denke mal, bevor wir es uns zu behaglich machen, sollten wir einfach nochmal jetzt heute auch zur britischen Botschaft gehen. Aus Sicherheitsgründen und da sie ja halt solche Angst haben, weil sie selber so viel Kriegsverbrechen auf der Welt begangen haben, halten sie sich ja Menschen und Demonstrationen sehr weit vom Hals. Aber wir kommen ja zumindest bis zur Wilhelmstraße unten, bis zu den Pollern, die da stehen und können dort nochmal lautstark unsere Nachricht an die britische Botschaft senden, auf dass sie diese Botschaft auch nach London weiterleitet. Free, free, free Assange! Wahrheit ist kein Verbrechen. Free, free, free Assange. 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 Wahrheit ist kein Verbrechen. No! Free!
Julian Assange! No! Free 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 Julian Assange! No! Großbritannien! Großbritannien, lasst endlich den investigativen Journalisten und Verleger Julian Assange frei. 10 Jahre Freiheitsentzug sind genug. Ihr habt nur Angst vor der Wahrheit. Ihr habt Angst, dass eure schmutzigen Kriegsverbrechen aufgedeckt werden. Ihr beschmutzt euch selber. Ihr greift die Pressefreiheit an. Hört auf mit diesem schändlichen Tun. Lasst endlich Julian Assange frei. Freiheit für Julian Assange. Free, free, free Assange. Free, free, free Assange. Free, free, free Assange. Wahrheit ist kein Verbrechen. Julian Assange hat Kriegsverbrechen aufgedeckt. Kriegsverbrechen der USA, Kriegsverbrechen von Großbritannien. Und nun stellen die Kriegsverbrecher den Boten, der die Wahrheit gebracht hat, vor Gericht und lassen ihn im Gefängnis verrotten. Sie hoffen wohl, er stirbt im Gefängnis. Das ist schmutzig. Das ist bösartig. Großbritannien, schämt euch. Shame on you. 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 Ihr habt kein Recht, euch moralisch über andere zu stellen. Solange Julian Assange unschuldig in euren alten Tower-Gefängnis im Belmarsh verrottet und ihr nur darauf hofft, dass er endlich von alleine stirbt, bevor ihr ihn rauslassen müsst. Großbritannien, hört zu! Ihr macht die Demokratie kaputt, noch kaputter als sie schon ist, wenn ihr offiziell einen unschuldigen Journalisten im Hochsicherheitstrakt festhaltet, dem nichts vorgeworfen wird, der in Wirklichkeit viel für uns, für die Demokratie getan hat. Wenn ihr zulasst, dass auch Wahrheiten, unbequeme Wahrheiten über eure imperialistischen Verbrechen, dass sie nicht ausgesprochen werden dürfen, geschweige denn, dass er die endlich unterlasst. In Afghanistan, im Irak, in Syrien, in Libyen, überall wo ihr seid, dass man das nicht mehr sagen darf. Was ist das für eine Welt? Das ist ein Moloch. Das ist die Hölle auf Erden. Das könnt ihr nicht wollen. Lasst Julian Assange frei. Lasst WikiLeaks die Wahrheit sagen, wenn WikiLeaks die Wahrheit sagt. Lasst den Journalismus überall auf der Welt, lasst ihn blühen. Wir brauchen das. Wir brauchen das als Gegenmacht für die schreckliche Macht, die ihr ausübt. Gewalttätig, mit Militär und mit euren Medien, die alles unterdrücken und verdrehen. Was Menschen ganz natürlich an euch Fragen stellen. Hört auf damit! Shame on you! Lasst Julian frei! Free Julian Assange! Free Julian Assange! Free him now! Free him now! Ihr werdet uns nicht los! Freiheit! Freiheit für Julian Assange! Free, free, free Assange! Free, free, free Assange! Free, free, free Assange!
Assange. Wahrheit ist kein Verbrechen. Free, free, free 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 Assange. Journalismus ist kein Verbrechen. Lass ihn frei, sofort. Lass ihn frei. 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 So, Journalismus. Ach, hinkeln. Journalismus ist kein Verbrechen. Freiheit für den Journalisten und Verleger Julian Assange, der nicht in China und nicht in Russland und auch nicht in Nordkorea im Gefängnis ist. Nein, er ist in London im Gefängnis, in Großbritannien. Und deswegen hört man so wenig in unseren Medien davon. Ja, Dankeschön. Stella Morris auf ihrem Twitter-Account getwittert, dass letzte Woche Freitag letzte Woche das State Department Dokumente nach dem Freedom of Information Act, also nach dem Informationsfreiheitsgesetz in den USA, tatsächlich freigeben musste. Falls diese Depeschen, wo ihm immer angelastet wurde, dass da Leute gefährdet werden durch, dass sich herausgestellt hat, dass er tatsächlich unschuldig ist, weil er sich um das State Department wirklich gekümmert hat. Auch dieses Gespräch ist veröffentlicht worden. Es sind 75 Minuten Gespräch mit dem State Department vorhanden, in dem Julian Assange und seine Mitarbeiterin dort mit zwei Mitarbeitern, Juristen, gesprochen haben, dass diese Cables kurz davor stehen, veröffentlicht zu werden. Und die haben sich also da mit denen ausgetauscht. Was dann passiert ist, ist eigentlich unverständlich, dass das State Department, glaube ich, hat sich da nicht mehr weiter darum gekümmert. Die Cables sind veröffentlicht worden und die Schuld wurde auf Assange abgeschoben. Aber jetzt, letzten Freitag, wie gesagt, sind also Schriftstücke, mussten veröffentlicht werden und die beweisen jetzt eindeutig die Unschuld von Assange. Und dann ist eigentlich zu hoffen auch, dass in dem Revisionsverfahren jetzt das zur Sprache kommt und mit berücksichtigt wird. Ich hatte so eine Pressemitteilung von der Seite Defense Assange, defenseassangedefense.org heißt die. Und das ist eine tolle Seite, da sind sehr schöne Informationen drauf. Da könntet ihr auch, wenn ihr auf der Seite seid, mal die Abteilung anklicken, die heißt We Are Millions. Also das ist diese Fotoaktion, wo man sich zusammen mit einem Schild We are Julian Assange oder irgendwas in der Art positioniert und fotografieren lässt, und das kann man dann auch auf diese Seite hochladen. Und wenn man assangedefense.org anklickt, dann kommt man da auch hin. Also ihr seid natürlich alle eingeladen, euch da auch in dieser Galerie zu beteiligen. Gut, okay, dann danke ich einfach für unser aller Hiersein. Ja, und bis zum nächsten Mal. Am 18.03. Die nächste, 18.03. 18 Uhr.